Herr Holbeck, warum sollten die Vogtländer Sie am 26. September in den Deutschen Bundestag wählen? Weil ich als ortseinsässischer Handwerksmeister die Interessen der, ich sage jetzt mal, arbeitenden Bevölkerung hauptsächlich im Handwerk und überhaupt die Interessen der Menschen, die hier im ländlichen Raum tätig sind, aus meiner Sicht sehr gut vertreten kann. In welcher Koalition, glauben Sie, können Sie Ihre grünen Ziele am besten verwirklichen? Die Koalitionsfrage stellt sich nach der Wahl. Das ist natürlich eine Antwort, die die Zuseher nicht so direkt befriedigt, aber es ist nun mal so. Man muss erst mal sehen, wie die Mehrheitsverhältnisse sind und bei Koalitionsverhandlungen herausfinden, wo hat man Gemeinsamkeiten. Und das wird sich nach der Wahl ergeben. Es gibt vorher keine Präferenz, dass man sagt, die werden am liebsten, es müssen stabile Mehrheiten gefunden werden, die den großen Transformationsprozess, der vor uns steht, auch breit gesellschaftlich tragen. Und dazu will ich beitragen. In welcher Form ist Ihr Lebensstil, Ihr privates Leben grün und nachhaltig? Ja, bei meinem Hausbau damals habe ich eine relativ große Solaranlage aufs Dach gebaut mit dem großen Speicher mit Anbindung an die Tischlerei. Somit von der Wärmetechnik her ist das schon mal sehr CO2-neutral. Bei der Ernährung haben wir eigentlich einen guten Weg gefunden und sind auch immer auf der Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten. Und das sehe ich auch als Weg, wie man als einzelner Mensch etwas tun kann, immer so den besseren Schritt zu suchen.